In diesem Tutorial werden wir uns einen besonderen Fall der Spiegelung anschauen, und zwar Spiegelung einer Geraden an einer Ebene, wenn die Gerade und die Ebene sich schneiden. Zuerst werden wir uns dieses Problem anhand einer Skizze vorstellen. Wir haben eine Gerade g und eine Ebene e, die gegeben sind und sich eindeutig schneiden. Was wir suchen, ist die Gleichung der Spiegelgeraden g'. Um ihre Gleichung aufzustellen, werden zwei Punkte auf G' benötigt. Wie man dabei genau vorgeht, werden wir jetzt anhand eines Beispiels sehen. Wir haben in diesem Beispiel eine Gerade G und eine Ebene E, die sich schneiden. Wir benutzen die gleiche Abbildung wie vorher. Und unser Ziel ist, eine Gleichung für die Spiegelgerade G' aufzustellen. Wie bereits erwähnt, brauchen wir dafür zwei Punkte. Als erstes werden wir den Schnittpunkt bestimmen. Dieser Punkt liegt in der Ebene und auf beider Geraden, also den kann man auf jeden Fall nutzen. Also wäre das auch offiziell unser erster Schritt, den Schnittpunkt S zwischen G und E zu bestimmen. Dafür zerlegen wir die Gerade in einzelnen Koordinaten und setzen es in dieser Ebene ein. Also schön der Reihe nach. Die erste Zeile, x1 ist 2 minus s. Entsprechend x2 sind dann 7s und x3 dann 2. Und diese allgemeinen Koordinaten setzen wir hier in die Ebene für x1, x2 und x3 ein. Dann haben wir 2 mal 2 minus s minus 7s plus 2 mal 2 sind minus 1. Wir haben hier eine Gleichung mit einer Unbekannten, s, und die wollen wir natürlich bestimmen. Also, ich löse die Klammer auf und dann habe ich 4 minus 2s minus 7s plus 4 sind minus 1. Dann fassen wir zusammen. Minus 2s minus 7s sind minus 9s. 4 plus 4 sind 8, die können wir auch gleich rüberbringen. Mit minus 8 sind dann minus 9 und geteilt durch minus 9 ergibt sich s gleich 1. Diesen Wert für s setzen wir in unserer Geradengleichung oben ein und bestimmen unser Schnittpunkt. Also ich schreibe hier als Hinweis s gleich 1 g einsetzen. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, also wir haben dann 2 plus 1 mal minus 1 sind natürlich 1. Dann 1 mal 7 sind 7 und 2 plus 0 sind natürlich 2. Und das wäre unser Schnittpunkt s. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein weiterer Punkt auf G'. Wenn wir den hätten, wären wir fast am Ziel. Um ihn zu bestimmen, wählen wir einen Punkt auf G, den nenne ich jetzt zweckshalber P. Und diesen Punkt P müssen wir zuerst über einen Lotfußpunkt an der Ebene E spiegeln, sodass wir auf G' einen Bildpunkt P' haben. Also das hier wäre der Lotfußpunkt. Am besten wählt man für P immer den Stützvektor von G. Also wir nennen uns, die Stützvektoren sind eigentlich immer Punkte, die auf dieser Geraden liegen. Und der lautet 2, 0, 2. Und dieser Punkt P, diesen Stützvektor, werden wir jetzt an E spiegeln. Also unser Schritt Nummer 2, Stützvektor von G an E spiegeln. Um zuerst L zu bestimmen, bilden wir eine sogenannte Lotgerade durch die Punkte P und L. Die wird dann ungefähr so aussehen. Die nenne ich jetzt einfach mal H, damit sie sich nicht beißt mit dem anderen. Und natürlich brauchen wir für unsere Lotgeraden erstmal einen Stützvektor. Das kann man, dazu kann man P wählen. P ist 2, 0, 2 plus S mal. Und jetzt brauchen wir noch einen Richtungsvektor. Die Lotgerade wird natürlich orthogonal zu der Ebene stehen. Deshalb können wir als Richtungsvektor für unsere Geraden den Normalvektor der Ebene benutzen. Zur Erinnerung, der Normalvektor sind immer die Koeffizienten hier vor x1, x2 und x3 bei der Ebene. Und das ist dann unser Richtungsvektor. Und er lautet 2, minus 1 und 2. Dieser Lotgerade durch die Punkte P und L werde ich jetzt natürlich mit der Ebene E schneiden und damit haben wir den Lotfußpunkt. Also genauso wie vorher, wir werden jetzt einfach diese Gerade zerlegen in 2 plus 2s
x2 wäre dann minus s und x3 2 plus 2s wieder. Und diese Koordinaten setze ich wieder in unsere Ebene E ein. Damit haben wir 2 mal 2 plus 2s minus minus s plus 2 mal 2 plus 2s sind gleich minus 1. Dann lösen wir wieder die Klammer auf. Es ist so eine ähnliche Rechnung wie vorher. Also an dieser Stelle habe ich 4 plus 4s, dann plus s plus 4 plus 4s sind minus 1. Wenn ich die s zusammenfasse, dann habe ich 9s. 4 plus 4 sind wieder 8, die können wir rüberbringen mit minus 8, sind dann entsprechend minus 9. Geteilt durch 9 kriegen wir für s minus 1 raus. Wenn ich jetzt diesen Wert für s in unser gerade h einsetze, dann habe ich schon diesen Lotfußpunkt. Also ich schreibe hier an dieser Stelle s gleich minus 1 in h einsetzen. Sind einfache Zahlen, das können wir auch gleich zusammenfassen. Wenn ich jetzt minus 1 einsetze, habe ich einmal 0, dann 1 und wieder 0. Das sind die Koordinaten von L. Unser nächster Ziel ist natürlich P' zu bestimmen. Dafür benutzen wir eine Linearkombination. Also wir stellen uns vor, hier irgendwo ist ein Koordinatenursprung. Und was wir suchen, ist eigentlich den Ortsvektor zu P', OP'. Und um den zu bestimmen, brauchen wir einen Alternativweg von O nach P'. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir über P zu P' oder über L. Ich werde mich jetzt für den kürzeren Weg entscheiden, über L. Und dann können wir sagen, an dieser Stelle OP' ist das gleiche wie OL plus, statt dem Vektor L', den ich nicht kenne, kann ich natürlich auch den Vektor PL nehmen, weil L genau die Mitte zwischen P und P' ist. Deshalb hier plus PL. Und indem wir das Ganze ausrechnen, also OL ist nichts anderes als der Punkt R geschrieben als Ortsvektor 0, 1, 0 plus dem Vektor PL. Hier haben wir L. Hier oben haben wir P, das bedeutet einfach L minus P. 0 minus 2 sind minus 2, 1 minus 0 ist 1 und 0 minus 2 sind wieder minus 2. Das alles können wir dann zusammenfassen und minus 2, 2 und minus 2 wären dann die Koordinaten vom P'. Das schreibe ich hier noch an dieser Stelle sauber hin, also unser Bildpunkt hat die Koordinaten minus 2, 2 und minus 2. Und in unserem letzten Schritt werde ich diese zwei Punkte benutzen, also P' und S, um die Gleichung der Spiegelgeraden aufzustellen. Also, ich schreibe nur noch die Punkte hier an der Seite nochmal auf. Punkt S hatte die Koordinaten 1, 7 und 2 und P' minus 2, 2 und minus 2. Also, damit können wir problemlos die Gleichung für Gestrich aufstellen. Wir wählen einer dieser Punkte, zum Beispiel S als Stützvektor, 1, 7 und 2, plus K mal, und dann brauchen wir noch einen Richtungsvektor, zum Beispiel P' minus S. Also, minus 2, minus 1 sind minus 3, 2, minus 7 sind minus 5, und minus 2 sind minus 4. Das wäre die Gleichung der Spiegelgeraden. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Zusammenhang mit diesem Thema ist es natürlich wichtig, dass ihr die Grundarten von Spiegelung kennt, wie Spiegelung Punkt an Ebene und Punkt an Geraden. Dann, es gibt noch einen anderen Fall bei den Spiegelungen gerade Ebene, und zwar wenn sie parallel sind. Und wenn ihr das Thema ein bisschen vertiefen wollt, auch noch Spiegelung Ebene an Ebene. Tutorials zu alle dieser Spiegelungsarten findet ihr im Abspann.